Streik beim Pumpenbauer KSB. Außerdem zusätzliche Vergütung für angehende Lehrkräfte und wir gehen der Frage auf den Grund, warum im Stadtgebiet überall Einkaufswagen zu sehen sind. Dies und weiteres jetzt in Ihrem Stadtmagazin. Und hiermit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, zu einer neuen Ausgabe von Ihrem Stadtmagazin Hallo Halle. Die Inflation in Deutschland steigt auf Rekordniveau. Viele Menschen wissen nicht, ob ihr Einkommen künftig noch ausreicht. Deshalb wird bei Tarifverhandlungen mit härteren Bandagen gekämpft. Die Gewerkschaften passen ihre Forderungen nach oben an, doch es droht eine gefährliche Lohnpreisspirale. In der Metall- und Elektroindustrie gab es nach 3 Verhandlungsrunden noch keine Einigung. Hier stehen die Zeichen also auf Streik. Am Dienstag gab es beim Pumpenbauer KSB in Halle einen ersten kleinen Vorgeschmack. Mehr dazu jetzt. 3, 2, 1 und ohne! Warnstreik beim Pumpenbauer KSB heute Morgen an der Turmstraße. Etwa 100 Mitarbeiter der Frühschicht blockieren das Werkstor. Auch der Lieferverkehr muss draußen bleiben. Für Trucker Mirko Lippmann bedeutet das 2 Stunden zusätzliche Wartezeit. Verständnis schon, aber bei mir ist Zeitdruck dahinter. Und das passt mir heute überhaupt nicht im Plan. Stress. Stress pur. Das ist für mich nicht gerade gut. Stress machen sie, weil zu wenig auf dem Lohnzettel steht. 8% mehr fordern die Pumpenbauer und die Gewerkschaft will diesmal keinen Schritt zurückweichen. Uns geht es darum, dass die Arbeitgeber endlich ein verhandlungsfähiges Angebot in die Verhandlungen einbringen. Das, was sie jetzt innerhalb von 6 Wochen geleistet haben, ist schlicht und einfach Arbeitsverweigerung auf der Arbeitgeberseite. Die Inflation in Deutschland ist auf Rekordniveau gestiegen, die Kaufkraft sinkt. Die rund 550 Metaller am Standort Halle haben keine Angst um ihre Jobs, sondern davor, ihre Rechnungen nicht mehr zahlen zu können. Weil die Preise alle steigen, Spritpreise steigen, Heizungspreise, Strompreise, das steigt ja alles. Und wir verdienen ja nicht mehr Geld. Man merkt ja an der Kasse, dass der Korb sei immer noch halb leer und man bezahlt seine 50, 60 Euro. 3 Verhandlungsrunden hat es bislang gegeben, alle ohne Ergebnis. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt einmalig 3.000 Euro steuerfrei auf 30 Monate angeboten. Für die Beschäftigten ein Schlag ins Gesicht. Weil das viel zu wenig ist, alles steigt. Überall müssen wir mehr bezahlen. Unsere Arbeitskraft wird auch gebraucht hier und deswegen soll man auch ordentlich bezahlen. Ich finde es eigentlich ziemlich frech. Frech vor dem Hintergrund, dass sie sehr genau wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen mehr Geld in die Tasche brauchen und dass es auch da ist, das Geld. Und sie können sich eigentlich auch keine lange Tarifrunde leisten, weil sie müssen ihre Aufträge abgearbeitet bekommen und ihre Projekte durchkriegen. Die hohen Energie- und Rohstoffkosten treffen auch die Metallindustrie. Viele Arbeitgeber klagen zudem über Personalmangel. Doch der Branche gehe es noch verhältnismäßig gut, sagt die Gewerkschaft. Und sieht daher auch Spielraum für weitere Lohnsteigerungen. Wir wissen, dass die Unternehmen ja trotz Krisensituation, trotz angekündigter Rezession gut geführte Auftragsbücher haben. Sie haben in den letzten Jahren trotz Krise auch gut verdient. Also da muss was kommen, damit die Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive haben. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sollen kommende Woche fortgesetzt werden. Gibt es erneut keinen Durchbruch, drohen unbefristete Streiks. Und dann müsste sich Trucker Mirko wohl auf noch längere Standzeiten vor dem Werkstor einrichten. Heute ist bekanntlich der 1. November und im November beginnt seit vielen Jahren die Aktion Weihnachten im Schuhkarton für Kinder. Und für angehende Lehrkräfte soll es eine zusätzliche Vergütung geben. Diese und weitere Nachrichten jetzt im Überblick. Angehende Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt bekommen mehr Unterrichtspraxis mit zusätzlicher Vergütung. Bildungs- und Finanzministerium haben sich auf eine entsprechende Regelung geeinigt.
Nach bestandener Prüfung leisten die künftigen Pädagogen einen 8-wöchigen Vorbereitungsdienst. Durch den neuen Erlass können sie zusätzlich bezahlten Unterricht an der Ausbildungsschule übernehmen. Damit werde ein Beitrag zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung geleistet, erklärte Bildungsministerin Feusner. Die Industrieinvestitionen in Sachsen-Anhalt lagen 2021 bereits wieder über dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. Nach Angaben des Statistischen Landesamts betrug das Gesamtvolumen bei den Betrieben in Bergbau und verarbeitendem Gewerbe mehr als 1,6 Milliarden Euro. Das war eine Steigerung um fast 10%. Allerdings gab es erhebliche regionale Unterschiede. Während die Stadt Halle den stärksten Zuwachs mit 136% verzeichnete, war die Tendenz in einigen Landkreisen, darunter auch dem Saale-Kreis, rückläufig. Im November beginnt wieder die Zeit der traditionellen Spendenaktion für Kinder in Osteuropa. Seit über 25 Jahren werden Geschenke gepackt und unter dem Motto Weihnachten im Schuhkarton gesammelt. Zahlreiche Sammelstellen gibt es auch in Halle, zum Beispiel in der Pfälzer Straße, wo ab dem 11.11. Pakete abgegeben werden können. Bereits jetzt stellt das Diakoniewerk in der Lafontaine-Straße Kartons bereit, die gefüllt und dort wieder abgegeben werden können. Die Stephanuskirche im Mühlwegviertel soll verkauft werden. Das Land bietet die Kirche zu einem Mindestgebot von 335.000 Euro zum Kauf an. Allerdings verlangt das Bieterverfahren nach einem Nutzungskonzept. Die SPD-Stadtratsfraktion hat sich dafür ausgesprochen, die Kirche dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen. Sie dürfe auf keinen Fall zum Spekulationsobjekt werden, heißt es in einer Erklärung. Unklar ist auch, ob sich die Stadt am Bieterverfahren beteiligt. Die Stephanuskirche steht seit 2014 leer und wurde in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Vandalismus. Mehrere Auseinandersetzungen meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen. Am Sonntag gerieten drei Personen am Riebeckplatz aneinander. Als die Polizei sie trennen wollte, wurde ein Beteiligter so aggressiv, dass ihm Fesseln angelegt werden mussten. Ein Drogentest bei dem 30-Jährigen verlief positiv. Auf dem Markt wurde ein 26-Jähriger bedroht und geschlagen. Gegen den Täter wurde Anzeige erstattet. In der Nacht zum Montag kam es bei einer Party zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei denen 5 Personen leicht verletzt wurden. Am Montag früh wurde ein Mann nach einem Raub gefasst. Er hatte in Ammendorf einem 18-Jährigen die Tasche entrissen und ihn geschlagen. Dann nahm er Bargeld aus der Tasche und flüchtete. Zeugen verfolgten ihn, sodass die Polizei den 38-Jährigen schließlich stellen konnte. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Und wir kommen zum nächsten Thema der heutigen Sendung, liebe Zuschauer. Sicherlich sind Ihnen im Stadtgebiet das ein oder andere Mal schon Einkaufswagen aufgefallen, die einfach irgendwo wild herumstehen oder herumliegen. Diese nicht zurückgebrachten Einkaufswagen werden immer mehr und vor allem auch zum öffentlichen Ärgernis der Stadt. Zum einen ist der stationäre Einzelhandel natürlich darüber verärgert, denn der Wert pro Wagen liegt circa bei 100 bis 150 Euro und zum anderen entsteht auch eine Gefahrenquelle für die Verkehrsteilnehmer. Und mein Kollege Thorsten Grundmann ist der Sache mal auf den Grund gegangen und traf sich in Halle-Neustadt mit einer verärgerten Anwohnerin, die uns die Probleme vor Ort mal gezeigt hat. Sie stehen in Halle am Straßenrand, liegen in Grünanlagen und rosten auch schon teilweise vor sich hin zurückgelassene Einkaufswagen, die offenbar an einem Supermarkt entwendet und dann irgendwo in der Öffentlichkeit oder ganz bequem vor dem Eingang zum Wohngebäude abgestellt worden.
Die häufigsten Fundorte zählten wir in Halle-Neustadt, dort vor allem in den Straßen Richard Paulig, Otto Dix, Hettstetter. Der gesamte Südpark ist verstreut mit diesen herrenlosen Einkaufswagen. Deshalb hatte uns auch kürzlich eine Anwohnerin aus Neustadt zu dieser Problematik informiert. Cornelia Breilowski zeigte uns am Neustädter Kirchteich versenkte Einkaufswagen. Und diese Missachtungen seien auch hier immer häufiger festzustellen. Die Lage mit diesen Wagen von Edeka oder von den ganzen Discountern drumherum, die hat sich natürlich hier extrem verschlimmert. Ja, und es kann nicht sein, dass manche Bürger die Wagen einfach mit nach Hause nehmen und dann hier abstellen. Ja, es ist nicht gut für die Natur, es ist nicht gut für uns und es soll ja auch ein bisschen Ordnung herrschen. Und ich habe das in Halle-Neustadt schon ganz oft gesehen und ganz besonders interessiert mich da hinten im Kirchteich, wo eigentlich Naturschutzgebiet ist, werden respektlos die Wagen reingeworfen. Viele Neustadt gefundene Einkaufswagen konnten wir dem Kauflandmarkt zuordnen. Deshalb versuchten wir, mit dem Unternehmen ins Gespräch zu kommen, wie sich das Problem für Kaufland selbst darstellt und ob technische Lösungen aus sich seien. Ein Interview lehnte Kaufland jedoch ab. Die Unternehmensgruppe ließ lediglich unserem Sender eine lapidare Stellungnahme zukommen. In unserer Filiale in Halle-Zollrhein arbeiten wir mit einem Dienstleister zusammen, der die entwendeten Einkaufswagen für uns wieder einsammelt. Für Hinweise zu Standorten von wild abgestellten Einkaufswagen sind wir daher immer sehr dankbar. Also kein Wort von Kaufland zur Schadenssumme oder monatlichen zusätzlichen Kosten, geschweige, wie man dem Problem entgegenwirken möchte. Der Mieterrat Halle e.V. meldete sich ebenfalls zu Wort. Der hatte schon in der Vergangenheit mehrfach Sammelaktionen für Einkaufswagen durchgeführt und appellierte nun noch einmal an die Marktketten wie auch die Stadt Halle. Ich finde, das ist skandalös, dass sich hier die Vertreter des Einzelhandels sich nicht einigen können mit der Stadtverwaltung, mit der Wirtschaftsförderung. Es ist höchste Zeit, dass hier eine Lösung kommt, damit dieses traurige Bild endlich verschwindet. Es ist eine Verkehrsbelästigung. Geht man abends bei schwacher Beleuchtung durch die Stadt, durch insbesondere Halle-Neustadt, stolpert man über die Einkaufswagen. Es sind unmögliche Zustände. Und ich bin der Meinung, es gibt Lösungsmöglichkeiten und da sind die Stadtverwaltung und der Einzelhandelsverband aufgerufen, hier Abhilfe zu schaffen. Zurückgelassene Einkaufswagen sind wohlgemerkt für alle deutsche Städte mit großen Marktketten ein Ärgernis. Deshalb hat beispielsweise Rheinland-Pfalz ein elektronisches Blockiersystem an seinem Einkaufswagen. Da fragt man sich nun, warum ist dies in Halle nicht möglich? Wir selber haben vom Mieterrat Vorschläge unterbreitet. Wir haben einen Sicherheitschip entwickelt und vorgeschlagen, dass dieser Sicherheitschip in die Einkaufswagen reinkommen sollte. Und wenn jetzt ein flüchtiger Kunde, in Anführungsstriche flüchtiger Kunde, das Marktgelände verlässt, dann fängt der Chip an zu heulen, zu piepsen. Und dann würde ja der zuständige Marktleiter oder das Sicherheitspersonal Bescheid wissen, hier stimmt was nicht. Und da würde man eingreifen können. Nach Ende unserer Dreharbeiten erfuhren wir, dass das Neustädter Kaufland nun Investmittel in Höhe von 70.000 Euro bekommen soll, um ein elektronisches Blockiersystem anschaffen zu können. Und ich finde, ein bisschen könnte sich auch mehr die Stadt dahinter klemmen und Schilder aufstellen und mal wirklich diese Menschen auch belehren, dass man, es ist ja auch Privateigentum, dass man das nicht einfach mitnehmen darf und auch seinen Müll nicht einfach dahin schmeißt. Wir werden schon bald wieder hierher kommen und dann schauen, was sich am Neustädter Kaufland und Umgebung wirklich getan hat. Das Wetter der letzten Tage war einfach perfekt, um an der frischen Luft noch etwas zu unternehmen. Doch wir haben mittlerweile November. Da darf man auch schon mit kälteren Temperaturen mal rechnen. Ob es so kommt oder wir noch mit dem schönen Wetter Vorlieb nehmen dürfen in den nächsten Tagen, das sehen wir jetzt in der Aussicht.
Der Mittwoch bleibt überwiegend freundlich mit teils lockerer Bewölkung. Bei mäßigem, um die Mittagszeit auch böigem Wind werden Höchstwerte bis 14 Grad erreicht. In einer klaren Nacht fallen die Temperaturen dann auf 5 Grad. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Donnerstag. In den darauffolgenden Tagen wird es spürbar kühler. Leichter Regen und auffrischender Wind gehören dann zum typischen Novemberprogramm. Sie wissen es, liebe Zuschauer, zahlreiche Menschen leben vegan für den Tier- und Umweltschutz. Und heute ist anlässlich dessen übrigens der Welt-Vegan-Tag. Mit dieser Info verabschiede ich mich bei Ihnen für heute und wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Und morgen begrüßt Sie mein Kollege Christian Katlowitz mit den aktuellen Nachrichten aus Halle wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Das sind die Schlagzeilen am Mittwoch. Vandalismus. Mobile Blitzer zerstört. Prozess. Hallenser verklagt Burger King. TV-Auftritt. Hallenserin findet große Liebe. Das und mehr lesen Sie am Mittwoch in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.